Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Video zu einer Lampe von der Firma Brynite und es geht um die PT28 Oddkeeper. Ja, wie eingangs gerade schon erwähnt, habe ich wieder Post bekommen von meinem Kooperationspartner Brynite und es geht um die PT28 Oddkeeper mit 1600 Lumen. Von der Verpackung her haben wir einen echt hochwertig aussehenden Karton, wo an der Seite schon mal diverse Features draufstehen. Wir haben halt 1600 Lumen, eine Laufzeit von 5880 Minuten, eine Leuchtreichweite von 245 Metern. Das Ganze ist Fall- und Stoßfest bis zu einem Meter und wasserdicht bis zu einem Meter Wassertiefe. Und schauen wir uns doch mal gerade eben kurz einmal die technischen Details gerade mit an. Da haben wir den Turbo-Mode mit 1600 Lumen. Der läuft eine Minute auf der vollen Leistung. Danach regelt die Lampe automatisch runter. Und wir haben immer noch 109 Minuten. Dann haben wir den High-Mode mit 360 Lumen und 210 Minuten Laufzeit. Den mittleren Modus mit 60 Lumen und 96 Minuten Laufzeit. Nein, gar nicht wahr. Entschuldigung. Wir haben da 960 Minuten. Dann haben wir noch 10 Lumen und 588 Minuten Laufzeit. Und wir haben halt noch Stroboskop und SOS-Mode verbaut. Jeweils mit 1600 Lumen und den SOS-Mode mit 60 Lumen. So, hier könnt ihr jetzt einmal gerade den Verpackungsinhalt sehen. Wir haben hier zum einen das Magnetladekabel. Da könnt ihr es sehen. Das finde ich sehr schön. Dann haben wir natürlich mit dabei Ersatz-O-Ringe, ein Lanyard, natürlich die Gebrauchsanleitung, so in so einem Kartenformat, was ich persönlich auch ganz cool finde, weil das gibt es so, habe ich bis jetzt so bei anderen Herstellern auch noch nicht gesehen. Und dann natürlich ein extrem gut verarbeitetes Holster, wo wir hier an der Seite noch ein Fach haben, um beispielsweise einen Ersatzakku reinzupacken. Das Ganze ist um 360 Grad drehbar. Und dann natürlich hier einen schönen stabilen Klettverschluss und natürlich hier nochmal das Firmenlogo der Firma Brynite. Dann kommen wir natürlich zum Herzstück des Ganzen, die PT28 Oddkeeper. Mit dabei haben wir auch noch so einen Griffring. Den werde ich euch gleich nochmal näher zeigen und auch erklären. Wer mein anderes Video gesehen hat, das werde ich euch gleich mal hier irgendwo verlinken. Kann sich das auch gerne nochmal angucken. Da ist das Ganze auch nochmal drin erklärt. Und dann wollen wir uns jetzt mal mit der Lampe beschäftigen. So, dann wollen wir uns das Ganze mal hier im Detail anschauen. Hier haben wir die Lampe, die ist extrem hochwertig verarbeitet. Hier könnt ihr auf der Seite das Firmenlogo und den Namen sehen. Ihr könnt sehen, es ist halt aus Flugzeugaluminium, also extrem robust und trotzdem halt noch relativ leicht. Wir haben hier den Schalter, um durch die Modi zu schalten. Hier haben wir noch einen extrem stabilen Pocket Clip verbaut. Auf der anderen Seite haben wir hier den Magnet-Ladekabelanschluss und haben hier halt noch die Typenbezeichnung PT28 Oddkeeper. Brynite hat der Lampe einen 18650er Akku spendiert mit 3100 mAh. Der ist aber auch vollkommen ausreichend für die Lampe und lässt das gute Stück immer extrem zuverlässig arbeiten. So, dann wollte ich euch ja gerade noch diesen Griffring hier zeigen, den es halt mit dazu gibt. Und den zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ihr den montiert. Dazu haben wir hier so zwei so, kann man das sehen? So Nut und Feder, also so Nuten drin.
Die fädeln wir hier einfach in diese Endkappe ein. Dann schrauben wir das Ganze wieder drauf. Schon haben wir halt eine Lampe, die ein bisschen griffiger ist und die man halt nicht so schnell wieder aus der Hand verliert. Und man hat halt hier noch, es ist dann der Self-Defense-Faktor, noch einen kleinen Schlagschutz zum Thema Selbstverteidigung mit dieser Lampe. Und dann können wir die ganze einschalten und dann hier doch über diesen Seitenschalter die Leuchtmodi durchschalten. Ja, dann kommen wir jetzt mal einmal gerade zur Kurzvorschau der Leuchtmodi. Zum Beispiel mal eben mein Licht aus, schalten das Ganze ein und können dann über diesen Seitenschalter die Modi durchschalten. Hier ist der Low Mode, mittlerer, High und dann der Turbo Modus. Wenn wir den Schalter zweimal drücken, kommen wir in den Strobo Modus rein. Nochmal zweimal drücken und wir haben die SOS Funktion. Wenn wir dann einmal drauf drücken, sind wir wieder im Low Mode. So, was ich euch jetzt auch noch zeigen wollte, ist einmal kurz dieses Magnetladekabel. Wir stecken das Ganze hier drauf. Dann ist das so leicht bläulich hier hinterlegt. Das könnt ihr so in der Kamera sehen. Und auf der Seite der Lampe haben wir dann halt eine Indikator-LED verbaut, die uns dann Auskunft gibt, wann die Lampe vollgeladen ist. Aktuell seht ihr, sie lädt. Wenn sie vollgeladen ist, leuchtet die Lampe dementsprechend grün. Was ich an diesem Holster der Firma Brainerd extrem schön finde, ist, können diese Lampe mit diesem Aufsatz hier halt wunderschön reinstecken. Das Ganze bis unten hin schieben. Könnt ihr sehen, die ist richtig schön von der Passform eingepasst. Dann machen wir das Ganze zu. Kommt hier oben halt noch so ein bisschen der Knopf zum Vorschein und wenn wir das Ganze am Gürtel tragen oder beispielsweise an der Weste oder irgendwo anders, können das Ganze vom Holz aus einschalten, können es dann drehen, um beispielsweise irgendwas auszuleuchten. Das ist schon mal extrem cool und man hat halt immer direkt Schnellzugriff. Man kann die Lampe halt extrem schnell aus dem Holster dann auch entfernen. Ja, aufgrund dessen, dass wir halt hier diesen Ring mit dran haben dann. Ja, wie gesagt, das Holster ist schon ein schönes Gimmick, was halt mit dabei ist. Was ihr optional zu dieser Lampe noch erwerben könnt, das habe ich auch im letzten Video zum großen Bruder der Lampe gezeigt, sind diese Warnaufsätze. Die kann man als Zubehör bei Brainerd erwerben. Die hat mir Brainerd als kostenlose Zugabe mit dazu gegeben. Wir können das Ganze einfach hier vorne draufsetzen und haben dann das Ganze entweder genutzt als Diffusor, um halt beim Fotografieren oder Filmen angenehmer ausleuchten zu können. Oder wir können das Ganze halt als Warnaufsatz nehmen, in dem Fall dann aber mit einer anderen Farbe. Ich nehme jetzt hier einfach mal beispielsweise Rot. Und dann haben wir das Ganze als Warnaufsatz. Wenn man beispielsweise einen Unfall oder so hat, könnte man das Ganze so als Warnaufsatz irgendwo an die Unfallstelle legen. Oder ja, fürs beim Fotografieren, fürs Lightpainting kann man das auch ganz gut benutzen. Dann haben wir natürlich noch den anderen, den orangenen Aufsatz. Der dürfte jetzt auf der Kamera fast identisch aussehen wie der rote. Aber das werde ich euch gleich jetzt nochmal im Detail draußen zeigen, wenn wir die Lampe ausgiebig testen werden. Also bis gleich. So Freunde, da sind wir jetzt wieder. Und jetzt möchte ich euch mal die einzelnen Leuchtmodi zeigen. Dann gehen wir einmal durch. Da haben wir den Low Mode.
kann man schon relativ viel erkennen. Dann haben wir den mittleren Modus, den High Mode und dann Turbo mit 1600. Dann haben wir noch Strobo und SOS. So, dann will ich euch jetzt noch mal diese Warnaufsätze im Einzelnen zeigen und gehe da auch noch mal die einzelnen Helligkeitsstufen durch, inklusive Strobo und SOS. So, dann zeige ich euch jetzt mal die einzelnen Warnaufsätze in den einzelnen Leuchtstufen und Strobo. Ja, das war es heute auch schon wieder von mir an dieser Stelle. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Schaut gerne mal unten in die Videobeschreibung. Ich konnte für euch einen 10% Rabattcode erwerben, wo ihr halt auf jede Bestellung 10% erhaltet. Und der Rabattcode, den blende ich euch jetzt hier unten irgendwo ein, beziehungsweise der steht dann auch noch in der Videobeschreibung. Der Rabattcode lautet Thomas Brynight und darüber erhaltet ihr halt bei Brynight auf der Seite direkt 10% bei jedem gekauften Artikel. Ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!